Hi Leute und grüß euch mal. Komme gerade von Arbeit und hab auf der Heimfahrt im Radio gehört, das Kompaktverbot ist wieder aufgehoben. Teilweise, aber sie dürfen erstmal wieder alles machen. Können allerdings noch nie, weil ja ihr ganzes Zeug, Rechner, Kameras und selbst die Möbel haben sie denen ja weggeholt. Ist ja alles noch bei der Polizei aufbewahrt. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat den Sofortvollzug des Verbots wieder ausgesetzt. Teilweise. Heißt, sie können wieder ihr Magazin rausbringen und auch wieder die Videos bringen. Wie gesagt, ich kannte Kompakt vorher bloß von 2-3 Videos, die ich von denen mal gesehen hatte. Da ist mir nie aufgefallen, dass die irgendwelche Hassmeldungen oder irgendwelches verbotenes Zeug bringen. Sie waren halt regierungskritisch. Und Nancy Faeser wollte eben keine Regierungskritik haben und hat daraufhin mit einem Trick das Kompaktmagazin verboten. Der Trick war folgender. Sie haben halt gesagt, das ist ein Verein, das ist kein Magazin, keine Zeitschrift, das ist ein Verein. Und über das Vereinsrecht konnte man die verbieten. Natürlich haben die sich dagegen gewehrt jetzt und haben erstmal Klage erhoben. Und das Verwaltungsgericht hat den Vollzug jetzt ausgesetzt. Wird ja jetzt erstmal noch geprüft und gemacht. Es war so nie haltbar. Aber so wie die Gerichte bei uns laufen, wird das wahrscheinlich jetzt auch noch ewig sich hinziehen. Weil wenn selbst bei einem kleinen Unfall, den ich hatte, im Februar voriges Jahr, da ist ja jetzt dieses Jahr im April beschlossen worden, dass das Video von meiner Dashcam ausgewertet wird von speziellen Fachleuten da. Wer wie schnell gefahren ist und was weiß ich. Und in der zweiten Gerichtsverhandlung, die ich zu dem Unfall hatte, jetzt im Juni, wurde dann auch gesagt, wir warten erstmal, was bei dem Video rauskommt. Es zieht sich halt hin. So wird es wahrscheinlich dort bei denen auch sein. Ja, ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen rumgeguckt, aber schreiben alle letzten Endes dasselbe. Kompakt erzielt Teilerfolg vor Gericht. Ich habe hier ein Interview mit einem Anwalt gefunden, das will ich euch mal kurz in Teilen zeigen. Aufgehoben, darüber werden wir sprechen mit niemand anderem als Joachim Stein. Ja, sorry. Hat mit der Aufnahme jetzt nicht so geklappt. Das Mikrofon macht Echo, jetzt müsste ich erst probieren mit einstellen und abschalten. Guckt euch das Video bei Apollo News an. Den Link blende ich euch ein, beziehungsweise ich setze ihn auch noch in die Videobeschreibung. Da braucht man einfach bloß anklicken. Und die ganze Republik auf die Barrikaden gebracht hat, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, schaut euch das ganze Video bei Apollo News an. Ihr könnt den Link oben ablesen. Ja, auf alle Fälle, es war eigentlich meines Erachtens schon zu erwarten, dass die damit nie durchkommt. Und meiner Meinung nach wird da wahrscheinlich dann auch nicht rauskommen letzten Endes. Die werden jetzt 2 Jahre hier rumrühren und alles Mögliche prüfen und machen und gucken. Und letzten Endes kommt raus, dass die unschuldig sind.
Da wäre bloß noch interessant, wie wären die in dem Fall entschädigt? Ich glaube mal, da ist ja jetzt über einen Monat lief das Klubbe. Da ist ja jetzt einen Monat arbeitslos gewesen. Zumindest der Chef von dem und auch einige andere Mitarbeiter. Vielleicht werden freie Mitarbeiter gewesen sein, denen ist das nicht ganz so schlimm. Die können ihre Artikel auch anderweitig verkaufen, aber letzten Endes lief das so. Ja, guckt euch das Video da bitte bei Apollo News an. Und ja, ich muss es einfach mal loswerden jetzt hier. Ich fand es jedenfalls gut, dass die erstmal wieder mitmachen. Es war doch ein ziemlich harter Schlag gegen die Meinungs- und Pressefreiheit. Okay, danke und tschüss.